Präsident, werte Abgeordnete, Ordnung und Sicherheit sind jetzt nicht so die Vokabeln, die mir so richtig über die Lippen gehen, richtig gern, aber das ist was anderes, nur das ist ein anderes Thema und alles gut. Können Sie mir den Fisch in eine Plastiktüte packen, fragt eine Kundin den Fischhändler an der Verkaufstheke. Der ist da schon drin, antwortet er. Soweit so witzig. Plastikmüll überschwemmt die Welt. Plastikmüll findet sich nicht nur auf den dafür vorgesehenen Müllhalden der Erzeugerländer, wo er recycelt werden soll. Plastikmüll finden wir überall in jeder Form, in jeder erdenklichen Form. In den Tiefen des ewigen Eises, in den Meeren, auf Riesenmüllkippen, irgendwo im globalen Süden. Als Mikroplastik ist er im Prinzip überall zu finden. Deswegen unter anderem verbietet die EU-Einweg-Kunststoffrichtlinie ab dem 1. Juli 2021 nicht nur bestimmte Produkte aus Kunststoff, die aufgrund ihrer Größe oft bei der Abfallsortierung übersehen werden. Die Richtlinie sieht unter anderem vor, dass bestimmte Einwegprodukte wie Besteck, Strohhalme, bestimmte Becher aus Kunststoff nicht mehr verkauft werden. Auch To-Go-Becher und Einwegbehälter aus Styropor dürfen in der EU nicht mehr produziert und in den Handel gebracht werden. Das ist angesichts der dramatischen Verschmutzung der Umwelt durch Plastikmüll auch gut und richtig so. Mit unserem heutigen eingebrachten Antrag gehen wir einen weiteren Schritt und warten nicht darauf, was der Bund in den nächsten Jahren ganz sicher auch entscheiden wird und muss. Wir wollen den Gebrauch von Einweggeschirr bei öffentlichen Veranstaltungen beenden. Das ist nicht unsere Idee alleine, ganz im Gegenteil. Die Initiative hierfür kommt aus der Veranstaltungsbranche selbst. Es wurden intensive Gespräche mit verschiedenen Akteuren aus der Branche, Expertinnen und der Verwaltung geführt. Die einhellige Meinung war, das können wir hier in Bremen machen. Das kriegen wir hin. Für diese gute, konstruktive Zusammenarbeit möchte ich mich an dieser Stelle auch noch einmal im Namen meines Kollegen Ingo Tepje bedanken. Was ist also geplant? In Zukunft werden bei Veranstaltungen der Stadt nur noch mehrfach nutzbare Produkte wie Teller, Besteck, Becher zur Essen- und Getränkausgabe benutzt. Das Mehrweggebot wird ab März 2023 für Getränke und ein Jahr später auch für Essensausgabe gelten, übrigens ohne explizite Pfandpflicht. Das hat mehrere positive Aspekte, im Übrigen auch für Bremerhaven, denen wir beileibe nichts vorschreiben wollen. Wir bitten den Bremer Senat lediglich darum, hierzu auch Gespräche mit den KollegInnen im Magistrat zu führen. Ob und wie daraus etwas wird, entscheiden die Menschen natürlich in Bremerhaven am Ende selbst. Mit Mehrweggeschirr statt Wegwerfplastik sparen wir Ressourcen wie Erdöl und Holz, was im Sinne der allseits gewünschten Nachhaltigkeit sinnvoll ist. Wir verringern den CO2-Ausstoß und vermeiden auch dadurch eine weitere Verschmutzung unserer Umwelt. Vorbilder, wie das geht, gibt es in Bremen übrigens auch schon einige. Auf dem Bremer Weihnachtsmarkt werden Getränke schon seit Jahren nicht mehr in Einwegbechern ausgegeben. Auf der Breminale werden verschiedene Mehrwegkonzepte ausprobiert. Im Werder-Stadion, im Wohn-Invest-Stadion, im Hühnerstall gibt es Bier in Pfandbechern. In Hemelingen engagiert sich die dortige Stadtteilmanagerin Birgit Benke zusammen mit 4 Gastronomen für die Kampagne Essen in Mehrweg. Im Bündnis für Mehrweg sind ganz unterschiedliche Bremer Unternehmen beteiligt. Ich könnte hier noch einige positive Beispiele nennen. Wir stärken also der lokalen Wirtschaft den Rücken, indem wir sie nicht behindern, sondern unterstützen. Auch durch die Einführung eines kommunalen Mehrwegsystems und sichern dadurch Arbeitsplätze bei vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Eine Win-Win-Situation auf allen Ebenen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.